Hallo und willkommen wieder zu erneut zurück zur nächsten Folge mit South Park. Wir wollen ja aus dem Genetiklabor raus, brauchen dafür den Turbus und müssen uns erstmal wieder nach unten kämpfen. Oder nach unten blasen, so teilweise, ein bisschen. Geht doch! Nukleus-Anzug. Jetzt muss man aber exzessiv seine ganzen Fertigkeiten mit den Freunden einsetzen. Ist dezent eigentlich nur Verlängerung. Wenn es Alternativwege gäbe, dann wäre das sehr praktisch. Jungs sind ziemlich niedlich, wenn sie weinen, was? Sorry, not sorry. Wendy, das ist echt ziemlich krank. Alter, wir verwenden hier eigentlich immer nur unseren echten Namen, okay? Wow, wow! Wir haben's geschafft! Wir sehen uns! Ich bin der stärkste Superdiabetiker der Welt! Jetzt geht's ab! Okay, tschüss! Fortys Sack. Oh, anscheinend sind die ganzen mutierten Tiere ausgebrochen. Ups. Ja, upsale. WTF. Das sind mutierte Sechstklässler. Und sie sehen hungrig aus. Lasst euch nicht fressen. Hätte gedacht, man könnte hier irgendwie was spielen mit dem Wasser. Sind, falls was von unten angreifen will. Ich hasse euch Viertklässler so sehr. Mein Werkzeug ist bereit. Rumpelschraube! Ah, ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr in die Schule geht. Arr, Schule ist doof. Oh yeah! Bitte Kacke! Jugendkeit, startbereit! Stift bereit, hier kommt Kalt! Bereit machen für Dachsattacke, Freedom Health! Was gezockt? Ich mach euch, bin er fertig! Nimm das, Viertklässler! Ich habe zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich jetzt an dir abbauen. Komm her, Viertklässler! Die Wände so zu isolieren, dass keine Schreie mehr nach draußen dringen können, war nicht billig. Ja, das glaube ich. Kylo! Ring frei! Verdammt! Kettendiabetes ist kampfbereit! Ich bin drin? Okay.
Piu, piu! Kleiner Rückschlag! Du brauchst Dachhilfe, Viertklässler! Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer, wie ein Bohrer! Alter, sind doof! Schaut, die wahre Kraft des Diabetes! Ja. Die Teamwork richten auf viele Ärsche nichts aus, oder? Ich will spielen mit euch Viertklässlern die Ärsche ab! Ja! Gelasert, Mann! Soll das etwa wehtun, Viertklässler? Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken! Schluck das, Viertklässler! Blöder, ein arschiger Blödarsch! Komm her, du Knirps! Batz! Da gab's auf die Ohren. Ich spül euch runter, Viertklässler! Sagst du's deiner Mami? Ernsthaft, sag's nicht deiner Mami, das ist nicht cool! Nacht. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Aktiviere Zorn des Kites. Vielleicht will ich kein Softball spielen, Dad. Wow, hier unten lebt noch jemand? Uh-oh. Ich poliere euch die blöden Viertklässler fressen! Ich werde dich besiegen! Ja! Ja! Jetzt bin ich sauer! Kein Power! Piu, piu. Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen nach! Den Zug hattest du eh nicht verdient. Na, Viertklässler! Wer hat hier den Abriss bestellt? Das! Sie auseinander und ich zermahle sie dann zu Staub. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. Du kannst auf mich zählen. Hab den da unten ganz übersehen. Oder die. Das sieht nicht gut aus. Dass mir keiner mein Dach. Komm her, Penner! Es gibt kein Entkommen vor Ketten-Diabetes! Für die Freiheit und die Perls! Gespaltenes Erbstück. DNS-Strang tobende Hormone. Sind wir damit aber echt vollgeschützt hier ein bisschen? Oje. Hey, warte mal, du bist's! Schatz, ich bin's! Daddy! Okay. Die Frage, was passiert hier? Erwarte organische DNA-Probe. Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen. Du musst mich hier rausholen. Der Computer, der wartet auf eine DNA-Probe deiner Mom. Schnell, sie ist im Nebenzimmer. Verschaff dir Moms DNA und bring sie her. Beeil dich!
Har. Erwarte organische DNA-Probe. Oh mein Gott. Die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von dir angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich hab immer recht. Schnell, Schatz. Schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich. Taktisches Genie. Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Blöder Wichser! Nein! Halt's Maul! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unsere... Hast du überhaupt nicht! Und du bist besoffen! Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair! Ich stecke in einem Scheiß... Röhrending fest. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Hol dir den DNA-Probe von deinen Elternteilen. Das benutzen. Oder das benutzen. Oh mein Gott. Es ging also einfach nur um die Furzkräfte. Autsch! Nein, bitte, Schatz. Ich habe schon so viel Blut verloren. Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich! Ich weiß nicht, was man tun soll. Hey, nein! Schatz, nein! Damit bedient man den Laser! Hör auf! Du bringst Daddy noch um! Okay. Bitte! Deine Mom hat dich manipuliert! Sie ist das Problem! Töte sie! Ich war doch immer ein guter Vater! Das ist deine letzte Chance! Drück nicht auf den letzten Knopf! Erwarte organische DNA-Probe. Kann ich mir da nicht mit meinen Furzkräften irgendwie behilflich oder helfen? Den Arm von ihr vielleicht zurückbringen oder so? Ach, ist das eine Kacke. Es ist jetzt wirklich nicht der Ernst, dass ich da was abreißen muss. Aber offensichtlich haben wir da keine andere Wahl. Hey, hi. Hast du Mom umgebracht? Ich weiß, dass das schwer ist, aber du musst Mamis Arm abreißen, wenn du hier raus willst. Es hat sie ziemlich übel erwischt. Jemand so stark ist wie du, kann den Arm sicher einfach abziehen. Oh Mann, ist das übel. Da wird nur was abgeschnitten, da reißt du jemanden was ab. Es ist nicht mal gesagt, dass sie das jetzt überleben würde. Jetzt mal rein vom Statistischen her, wenn er sich befreien kann, ist er frei. Kann sich bewegen. Aber trotzdem, oh mein fucking Gott.
Okay, warte. Ist das wegen der Medizin und deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Warte. Bevor du das tust, frag deine Mutter, was sie dir die ganze Zeit in dein Essen tut. Vertrau mir, frag sie, das musst du wissen. Oh nein, Schatz, das haben wir doch besprochen. Nein, Schatz, du bringst mal... Oh, Gott sei Dank, ich hab mir kurz Sorgen gemacht, Schatz. Okay, jetzt bring deinen Vater. Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest deinem Paps nichts antun. Okay, jetzt bring deine Mutter um. Das ist beides voll für den Arsch. Da übernimmt es allerdings die Maschine im Vergleich zu da, dass ich den Arm abreiße. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Oh, das ist blöd. Ene mene Miste, rappelt in der Kiste, ene mene Mac und du bist weg. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Organische DNA-Probe akzeptiert. Sehr raulich, diese Entscheidung. Also gibt's wieder einen Bosskampf. Holt mich hier raus! Hilfe! Genetic Engineer. Das ist faszinierend. Nein! Meine Dance Moves! Wie soll ich mit den ganzen Ärschen tanzen? War doch gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends. Freedom Pals! Coon and Friends. Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe. Es ist vorbei, Fettarsch. Wir hängen dich sowas von hin. Ja, genau, Connor. Du krankes Stück. Ah. Halt die Klappe, Coon. Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, Scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage. Wie besiegt man einen Coon-Freund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Coon-Freund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Coon? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil's cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden?
Wow. Hey, ganz ruhig, Cousin. Alles wird gut. Sorry, Kyle. Ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pappe zerstampft. Ignoriert mich. Erstmal Hilfe hergefurzt. Das war echt unnötig! Startklar! Laserbohrer! Sei vorsichtig! Schade, dass es nicht mehrmals trifft. Ich verlasse mich auf dich! Ich hab diesen Zeh, da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Too much information. Fühlt den Zorn von Humankind! Pew, pew, sagt er. Oh, shit. Er hat vielleicht Nerven. Mit meiner Nase stimmt was nicht. Es wird schlimmer! Wartet, bitte nicht in die Augen! Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, eine neue zu kriegen! Tiefbohren. Es juckt voll wegen meiner Allergien. Eklig, Alter! Das sieht äußerst unfair. Ah, gut, viel besser. Ich hoffe, du hattest trotz deines Todes Spaß. Mann, er ist einfach jedes zweite Mal jetzt dran. Ah! Mit meiner Nase stimmt was nicht! Es ist ein böser Boss. Das Ding schaffen wir nicht. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir bis morgen früh durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Hör mal los! Sich mit Sonnencreme. Du solltest jetzt den Putz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Faszinierend. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Ja! Ach, damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Starterlaubnis! Pew, pew. Bitte sehr, Verbrennung im dritten Grades. Physischer Schaden, das Beste. Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Mach die fertig, Wunderarsch! Jetzt geht rund. Oh, Mann. Oh, ich hab Nasenbluten. Fast wie ein Vulkan!
starken Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Mist. Das war's. Okay, dieser Boss-Fight ist definitiv etwas komplexer. Ich brauche eine Gruppe, die auch sich etwas weiter voneinander entfernen kann. Gut, ich baue da was um. Wir machen den im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sei nah.